Herzlich willkommen zu unserer Serie über den Wiener Wohnungsmarkt. Heute habe ich etwas für meine Verhältnisse höchst Seltenes vorbereitet, nämlich die Analyse eines ganzen Bezirkes. Es handelt sich hierbei um den 11. Bezirk, Simmering. Dieser besteht aus den Bezirksteilen Zentrum Simmering-Gasometer, Hasenleiten-Simmeringer Heide und Albern-Kaiser-Ebersdorf. Der 11. Bezirk ist ein Flächenbezirk, aber nicht übermäßig dicht besiedelt. Vom Flughafen kommend ist er gewissermaßen das Tor zu Wien. Wie üblich starten wir mit einigen statistischen Informationen, bevor wir uns auf den Weg zu unserem Lokalaugenschein vor Ort machen, um euch ein Gefühl für Flair und Stimmung des jeweiligen Bezirksteiles zu geben und euch über aktuelle Veränderungen auf dem Laufenden zu halten. Anschließend kommen wir wieder hier ins Office zurück und ich gebe euch meine Einschätzung von Mietniveaus und Investmentrenditen und werfe einen Blick auf die künftige Entwicklung. Ich habe eine Karte vorbereitet, in der die Bezirksteile eingezeichnet sind. Die Bezirksteile sind relativ groß. In Summe beträgt unsere heutige Gehdistanz rund 12,5 Kilometer. Wir arbeiten uns von außen nach innen, so als ob wir gerade am Flughafen Schwechat gelandet wären und nun zu Fuß in die Stadt gehen wollten. Wir werden sehen, dass sich das Bild natürlich verändert, doch der Bezirk ist auch in vielerlei Hinsicht sehr homogen. Wie üblich habe ich euch an dieser Stelle eine kleine Übersicht einiger statistischer Daten zusammengestellt. Der innenliegende Bezirksteil Zentrum Simmering-Gasometer ist der kleinste und am relativ dichtest besiedelte der drei Bezirksteile. Der bereits an der Grenze zu Niederösterreich liegende Bezirksteil Albern-Kaiser-Ebersdorf ist der größte und dünnst besiedelste von den drei Bezirksteilen. In Summe gibt es aber in soziodemografischer Hinsicht zahlreiche Ähnlichkeiten zwischen den drei Bezirksteilen. So sind sie alle dünn besiedelt und weisen einen unterdurchschnittlichen Bildungs- und einen überdurchschnittlichen Motorisierungsgrad auf. Unterschiede gibt es vor allem hinsichtlich des öffentlichen Verkehrskonzeptes. So sind die Bezirksteile Zentrum Simmering-Gasometer und Hasenleiten-Simmeringer Heide durch die U3 gut erschlossen, wogegen der Bezirksteil Albern-Kaiser-Ebersdorf de facto nur durch das S-Bahn-Netz öffentlich erschlossen ist. Mit dieser Einleitung starten wir nun unseren Vorortbesuch, bei dem wir uns die wichtigsten Straßen und Plätze ansehen und ein Gefühl für das Leben dort erhalten. Wir starten unsere erste Tour Albern-Kaiser-Ebersdorf beim Bahnhof Kaiser-Ebersdorf und arbeiten uns dann stadteinwärts. Die genaue Route haben wir euch wie üblich unten in der Infobox dargestellt. Unterwegs zeigen wir euch typische Immobilien und erzählen ein bisschen etwas über die Sehenswürdigkeiten und die Bautätigkeit, sodass ihr einen guten Eindruck von diesen Bezirksteilen bekommt. Starten wir los! Wir stehen hier unmittelbar neben dem Bahnhof Kaiser-Ebersdorf. Hier ist der Startpunkt unserer ersten Tour. Kaiser-Ebersdorf befindet sich im äußersten Südosten der Stadt und grenzt an die niederösterreichische Stadt Schwechat. Im Ortszentrum von Kaiser-Ebersdorf befindet sich ein Schloss, welches als Kaserne, später als Fabrik und um 1924 als Jugendstrafanstalt genutzt wurde. Seit 1968 ist die Justizanstalt Wien-Simmering eine Justizanstalt für Erwachsene. Da wir dort nicht wohnen möchten, bleiben wir auf dieser Seite des Bezirksteiles. Wir gehen nun die Simmeringer Hauptstraße stadteinwärts. Die Gegend um uns herum wirkt eher noch sehr ländlich und erinnert nicht wirklich an eine Weltstadt wie Wien. Wir sind nun nach einem längeren Fußmarsch an einem anderen Ort angekommen, an dem wir nicht wohnen wollen. Der Wiener Zentralfriedhof wurde 1874 eröffnet und zählt mit einer Fläche von fast 2,5 Quadratkilometern und rund 330.000 Grabstellen mit rund 3 Millionen Verstorbenen zu den größten Friedhofsanlagen Europas. Er wurde im Laufe seiner Geschichte insgesamt 7-mal erweitert, zuletzt 1921. Zum Zeitpunkt seiner Eröffnung galt er als der größte Europas. Gemessen an der Zahl der Bestatteten gilt dies bis heute. Wir sind nun quasi im Zentrum des Zentralfriedhofes. Hinter mir sehen wir die Friedhofskirche. Mit wenigen Ausnahmen sind alle verstorbenen österreichischen Bundespräsidenten und Bundeskanzler der Zweiten Republik auf dem Wiener Zentralfriedhof beerdigt. Zusätzlich zahlreiche andere berühmte Persönlichkeiten. Wir haben zum Beispiel in unserem Video über den Bezirksteil Margaretenplatz Mittersteig über Falco gesprochen, der hier sein Ehrengrab hat. Aber auch zum Beispiel aus der Welt der Klassik Ludwig van Beethoven. Nirgendwo gilt der Spruch, dass die Friedhöfe voll von unersetzbaren Menschen sind, mehr denn hier. Wir sind nun ein paar Meter gegangen und stehen hier nun vor dem Schloss Neugebäude, einem von Kaiser Maximilian II. Im Auftrag gegebenen manieristischen Schloss. Der Legende nach wurde es an jener Stelle errichtet, an der während der ersten Wiener Türkenbelagerung im Jahr 1529 die Zeltburg Sultan Suleimanis stand. Auf der Rückseite, also gewissermaßen im Garten des Schloss Neugebäudes, steht die Feuerhalle Simmering, ein Krematorium mit angeschlossenem Urnenfriedhof. Diese wurde im Dezember 1922 als erstes österreichisches Krematorium eröffnet. Wir sind nun die Simmeringer Hauptstraße stadteinwärts gegangen und sehen nun zu unserer Rechten das Concordia-Schlössl, welches sich auf innovative Schnitzelkreationen spezialisiert hat. Wir haben nun das Simmeringer Bad erreicht, welches im Sommer wie im Winter Badespaß für die ganze Familie bietet. Gleich daneben beginnt die Siedlung Weißenburgstraße,
Ursprünglich sollten auf dem Grundstück im Bereich Weißenbergstraße, Betzoldgasse, Reischegasse Häuser für Bedienstete der Wiener Gaswerke und Straßenbahn errichtet werden, da sich im Bezirk ein großes städtisches Gaswerk befand und unweit des Siedlungsareals bis heute eine Remise der städtischen Straßenbahnen besteht. Da dieses Projekt nicht realisiert wurde, ließ die Gemeinde 1922-1923 als Selbstversorgungssiedlung geplant 71 Reihenhäuser errichten, die über Nutzgärten und Ställe verfügten. In der zweiten Bauetappe wurden 1927-1928 Wohnhäuser mit insgesamt 56 Wohnungen entlang der Simmeringer Hauptstraße gebaut. Benannt ist die Wohnbausiedlung nach der angrenzenden Weißenbergstraße, die wiederum 1844 nach dem Gastwirt und Hausbesitzer Johann Weißenberg benannt wurde, der einst in der nahegelegenen Kaiser-Ebersdorfer Straße wohnte und sich wohltätig für Simmering engagierte. Von 2004 bis 2005 wurde die Wohnsiedlung saniert. Dabei wurden unter anderem die Fenster und Türen erneuert, das Dach neu gedeckt sowie Maßnahmen zur Wärmedämmung durchgeführt. Hier in der Weißenbergstraße endet übrigens unsere erste Tour und beginnt nun unsere zweite Tour Hasenleiten-Simmeringer Heide. Wir biegen nun gleich in die Hasenleitengasse ab, welche namensgebend für den Bezirksteil ist. In der Hasenleitengasse wuchs übrigens einer der berühmtesten Söhne unserer schönen Stadt auf. Der ehemalige Fußball-Weltklasse-Spieler Herbert Prohaska feilte hier in jungen Jahren an seiner Technik. Wir sind nun bei der U-Bahn-Station Simmering, der Endstation der Linie U3, angekommen. Beim Bau des östlichen Aufnahmegebäudes der Station Simmering im Jahr 2000 wurde am Vorplatz vor dem Ausgang Kaiser-Ebersdorfer Straße der Froschkönigbrunnen von Gottfried Kumpf aufgestellt. Die Skulptur besteht aus einem 300 Kilogramm schweren Froschkönig aus bemaltem Bronzeguss, der auf einer wasserumspülten Halbkugel aus Niroster sitzt. Wir sind nun in die Mautner-Markow-Gasse abgebogen und erreichen nun gleich die sogenannten Mautner-Markow-Gründe. Das über mehrere Jahrhunderte im Familienbesitz stehende Grundstück wurde vor etwa 5 Jahren verkauft und mittlerweile prächtig revitalisiert. Hier findet sich ein Hotel sowie zahlreiche Wohnblöcke. Wir stehen hier nun vor dem sogenannten Zentrum Simmering, einem kleineren Einkaufscenter mit rund 60 Shops, Gastronomie und einem Fitnesscenter. Zusätzlich befindet sich die Event-Location SimCity am Standort, in welcher diverse Kabarets und ähnliche Darbietungen aufgeführt werden. Wir sind nur am Engplatz angekommen und stehen vor dem magistratischen Bezirksamt des 11. Bezirks Simmering, wo die Amtsgeschäfte des Bezirkes abgewickelt werden. Hier befindet sich auch das Bezirksmuseum Simmering. 1934 kam es im Simmeringer Amtshaus zu einer ersten heimatkundlichen Ausstellung. 1965 bekam das Bezirksmuseum seinen festen Platz hier im magistratischen Bezirksamt. Wir sind nun im Hüblerpark angekommen, dem ersten im 11. Bezirk angelegten Park. Dieser wurde 1905 von Bürgermeister Karl Lueger seiner Bestimmung übergeben und 1936 nach Wenzel Hübler, dem damaligen Stadtgartendirektor, benannt. Um uns herum sehen wir sehr viel Bautätigkeit, mit der zeitnah nach der Verlängerung der U3 hier nach Simmering begonnen wurde. Wir sind nun im Gasometer angekommen. Hierbei handelt es sich um 4 in der Fassade erhaltene ehemalige Gasbehälter aus dem Jahr 1896. Die Gasometer waren ein Teil des Gaswerks Simmering, um Vorsorgeschwankungen im Wiener Gasnetz auszugleichen. Die Gebäude gelten schon seit jeher als Wahrzeichen des 11. Wiener Gemeindebezirkes, da sie aufgrund ihrer Größe bereits von Weitem zu sehen sind. Das Gaswerk Simmering mit den Gasometern war von 1899 bis 1975 in Betrieb. Sie wurden in einem umfangreichen Umbau von 1999 bis 2001 revitalisiert und weisen nun ein Entertainment Center, etliche Wohnungen, ein Studentenheim und eine Veranstaltungshalle auf. Seit der Revitalisierung zählen auch Touristen aus aller Welt sowie Architekturexperten zu den Besuchen der Gasometer. In Film- und Musikbranche wurde der Gasometer durch Filmaufnahmen zum James-Bond-Film »Der Hauch des Todes« und natürlich durch die Aufnahmen zu Falcos Welthit Genie Coming Home bekannt. Wir steigen nun hier in die U3 ein und fahren zurück ins Office, wo wir uns gemeinsam ansehen, wie die Einwohner ihre Heimat empfinden und was dies für Mietzinse und Investmentrenditen bedeutet. Die Bewohner sehen ihre Heimat in Summe eher durchschnittlich. Etwas überdurchschnittlich werden die Einkaufsmöglichkeiten und die Grünflächen beurteilt, etwas unterdurchschnittlich die Luftqualität und konkret im Bezirksteil Alban-Kaiser-Ebersdorf die Verkehrsanbindung. Im Gegenzug bietet der Bezirksteil Kaiser-Ebersdorf mit seiner doch schon ländlichen Gegend ein für eine Großstadt untypisches Angebot.
Unsere Stammseher fühlen sich wahrscheinlich ein bisschen an den Bezirksteil Oberla im benachbarten Favoriten erinnert. Auch hier dominieren Einfamilienhäuser bereits klassische Wohnungen. Und auch hier ist der Fluglärm deutlich wahrnehmbar. Der klassische Wohnungsmarkt ist hier möglicherweise schon etwas illiquide, weshalb auch die folgenden Aussagen zu Mietzinsen und Renditen mit Vorsicht zu genießen sind. Grundsätzlich sehe ich in den heute präsentierten Bezirksteilen den nachhaltigen Marktmietzins einer neuen, nicht zu großen Wohnung im Regelgeschoss bei rund 10,50 Euro pro Quadratmeter Wohnungsfläche und Monat. Die Anlegerrenditen für sanierte Eigentumswohnungen sehe ich bei etwa 3 bis 3,25%. Zu guter Letzt noch meine Einschätzung zur künftigen Entwicklung. Für uns Wiener sind die Bezirksteile ein Stück weit vorbelastet, woraus sich üblicherweise Potenzial ergibt. Im konkreten Fall sehe ich aber durchaus auch einige Mankos, wie zum Beispiel die fehlende öffentliche Anbindung im Bezirksteil Alban-Kaiser-Ebersdorf, ebenso die Geruchsbelästigung durch die naheliegende Raffinerie und die Lärmbelästigung durch den Flughafen. Vor diesem Hintergrund halte ich vor allem den Bezirksteil Alban-Kaiser-Ebersdorf für eine sehr langfristige Wette auf eine Zukunft mit selbstfahrenden elektrischen Autos, wodurch U-Bahn und Raffinerien möglicherweise weniger wichtig oder gar obsolet werden. Für Investoren spannend halte ich eher den Bezirksteil Zentrum Simmering-Gasometer. Dieser kombiniert eine gute Anbindung und relativ niedrige Preise. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet einige spannende Informationen für euch mitnehmen. Wenn dem so war, schenkt uns ein Like und abonniert unseren Kanal. So ist gesichert, dass ihr nie eine Analyse verpasst.